Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE.TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat die neuen Trikots für die Saison 2018-2019 präsentiert. Und eins vorab, ich finde die Dressen insgesamt eigentlich ganz gelungen. Jetzt sicher nicht die mutigsten Kreationen, die es je gegeben hat in Schwarz und Weiß, aber auch nicht die schlechtesten. Deswegen für mich das Ganze auf jeden Fall in Ordnung. Die Torwartdressen zum einen in Himmelblau und in Königsblau. Jetzt nichts aufregend Besonderes, mit dem großen Energie Graz in der Mitte, ja, sehen eigentlich jedes Jahr für mich ziemlich gleich aus, ist okay, würde ich einfach mal sagen, ist bei mir persönlich jetzt relativ egal, nicht, aber der Fokus ist jetzt bei mir nicht auf den Tormann-Dressen. Solange es nicht rot ist oder rapidgrün, ist mir das eigentlich auch relativ wurscht, muss ich ehrlich zugeben, aber so mit diesem dezenten Blau ist es eigentlich ja, okay, würde ich mal sagen. Wobei ja das Trikot der Schützenauer präsentiert hat, bei der Vorstellung schon so ein bisschen, bilde ich mir ein auf jeden Fall, an den dritten Trikotsatz der Vorsaison erinnert. Apropos, den gibt es heuer nämlich auch wieder. Also Sturm hat wieder den gleichen Dress wie letztes Jahr als dritten Trikotsatz. Nur hoffe ich wirklich diesmal inständig, dass man den dritten Trikotsatz wirklich als dritten und nicht ja als Auswärtsdress verwendet. Denn man hat im Endeffekt in der abgelaufenen Saison gefühlt fast alle Auswärtsspiele in Blau bestritten, wenn man die Dressen tauschen musste. Und ja, der schwarze Trikotsatz, der mir persönlich ganz gut gefallen hatte von der Vorsaison, der eigentlich der offizielle Auswärtsdress war, den hat man so gut wie nie gesehen. Also ich glaube, den haben die Jungs vielleicht 2-3 Mal, wenn es hochkommt, angehabt in Wirklichkeit. Also von dem her hoffe ich, dass man diesmal ja wirklich eben sich darauf besinnt, dass die Schwarz-Weißen in Schwarz und Weiß spielen, außer man hat überhaupt keine andere Wahl. Also so viel eben dazu. Aber man soll nicht zu weit abschweifen, deswegen eben der Auswärtsdress, zu dem kommen wir jetzt, der ist heuer nämlich wieder schwarz und weiß. Also was heißt wieder? Letztes Jahr war er ja komplett schwarz offiziell. Auf jeden Fall sieht er ziemlich aus wie dieses Dress, was ich jetzt trage. Das ist eben ja der Trikotsatz, also das Heimtrikot der abgelaufenen Saison. Und nur, dass eben diese zwei schwarzen Balken quasi da ein bisschen zusammengeschoben werden zu einem großen Balken in der Mitte und der Rest alles weiß ist. Sieht nicht so schlecht aus, ist wie gesagt jetzt nicht die große kreative Neuerung, aber muss es auch nicht sein. Ich finde, es ist okay, es sieht ganz gut aus. Hätte man das Heimdress locker auch nehmen können. Und man macht damit nicht viel falsch. Ich würde mal sagen, sichere Variante ist okay, sieht nicht scheiße aus. Und ja, man kann sich damit schon auf den grünen Rasen trauen, würde ich einfach mal behaupten. Und zum Heimdress, den finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Also die Meinungen sind da auch ein bisschen auseinandergegangen, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt den weder fad oder sonst irgendwas. Ich finde den eigentlich, ja, ziemlich retro natürlich. Also er ist so ein bisschen angehaucht, behaupte ich jetzt einfach mal, an die Champions League-Tage, an die vergangenen Champions League-Tage, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da gab es ja auf jeden Fall eine Saison, ich habe das Jahr leider nicht mehr im Kopf, wo man eigentlich sehr ähnliche Dressen gehabt hat, nur gab es eben, genau, so viel mal dazu, ich erkläre erstmal, wie der Dress aussieht. Also komplett schwarz, nur eben mit den Balken, wie beim Auswärtsdress, in grau gehalten. Also schwarz-grau mit schwarz Hosen übrigens auch, ist eben der Heimdress heuer. Und ja, ich finde eben, es sieht ganz gut aus. Also ist auf jeden Fall so ein bisschen eine Hommage an die Champions League Tage, weil man ja auch in der Champions League Quali heuer mal wieder dabei ist. Und eben aus den Anfang 90er, Ende 90er, Anfang 2000er, wo man eben dann im Grunde so einen schwarz-grau gestreiften Dress anhatte mal. Und es sieht so ähnlich aus. Ich finde es persönlich ganz gut. Ich habe mir auch, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, extra auch schon einen vorbestellt. Dauert allerdings ein paar Tage, sonst hätte ich euch den gleich mal gezeigt, live. Aber auf jeden Fall werdet ihr noch oft genug zu sehen bekommen in den Videos. Ich finde den Trikotsatz aber eigentlich ganz cool. Also man hätte natürlich ein bisschen mutiger sein können, man hätte ein bisschen experimentieren können, das Ganze futuristischer gestalten, aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn der Trikotsatz nicht irgendwie komplett scheiße aussieht. Also man denke da, ich glaube, das war das Jahr 2015, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, wo man da so die Mur auf dem Bauch hatte, was im Endeffekt für mich ausgesehen hat wie die Milchstraße. Also mir hat der Trikotsatz damals überhaupt nicht gefallen. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass man das diesmal schlichter gehalten hat. Natürlich sind auch wieder die Sponsoren sehr präsent. Also der Puntigrammer Schriftzug, der stört mich persönlich jetzt nicht so sonderlich. Den ist man ja einfach auch schon jahrzehntelang gewöhnt. Also deswegen für mich jetzt nicht die große Tragik. Aber ansonsten hast du da in Richtung Kragen doch das ein oder andere noch. Also, aber
Ja, was will man machen? Es hätte schlimmer aussehen können. Man hat, glaube ich, ja, da trotzdem das Maximum irgendwo da noch rausgeholt. Man hat jetzt nicht herumexperimentiert und nicht ins Klo gegriffen. Und ja, ich glaube, man kann sich mit dem Trikot auf jeden Fall sehen lassen. Und man muss ja auch bedenken, weil man sich da so die Dressen der Konkurrenz anschaut in Österreich, da Austria Wien, dann glaube ich, ja, kann man damit als Sturmfan, also ich für meine Begriffe, ganz gut leben. Von dem her war es das dann eigentlich auch schon wieder von mir. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu den neuen Dressen sagt. Gefallen sie euch? Findet ihr, ah, das war ein Griff ins Klo? Oder ja, Retro ist schon stylisch? Oder hätte man da was ganz anderes machen können? Also schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.